Der Landkreis Mansfeld-Südharz startete bereits vor einigen Jahren das Projekt Schulwegbegleiter. Unter anderem in Zusammenarbeit mit der Landesverkehrswacht Sachsen-Anhalt. Dabei werden Schülerinnen und Schüler ausgebildet, um im Schulbus und auf dem Weg zur Schule und zurück Unterstützung zu leisten. Zum einen sollen die Busfahrer unterstützt werden, um zum Beispiel Streit- und Konfliktsituationen zu unterbinden. Zum anderen sollen die Schulweghelfer aufpassen, dass die anderen Schülerinnen und Schüler sicher zur Schule kommen. 16 Teilnehmer der Bendorfer Sekundarschule wurden vom 2. bis 6. September ausgebildet. Am letzten Tag bekamen diese ihre Zertifikate für die erfolgreiche Teilnahme überreicht. Diese Aufgabe übernahm Frau Hachmeister-Hübner vom Schulkultur- und Sportamt des Landkreises Mansfeld-Südharz und Herr Bott, Projektkoordinator von der Landesverkehrswacht Sachsen-Anhalt. Neben der Kreisvolkshochschule und dem Kreiselternrat in der Koordinierungsstelle des Projektes sind natürlich auch die Polizei und die Verkehrsgesellschaft Südharz MbH wichtige Partner für die Ausbildung und besonders bei der anschließenden Umsetzung des Gelernten vor Ort.